Nach der wilden letzten Folge geht es heute darum, alles wiederherzustellen, was wir verloren haben. Ob uns das gelingt, das seht ihr heute. Viel Spaß. Was habe ich denn jetzt schon wieder hier gemacht, hä? So, heute baue ich hier eine fette Base auf. Habe ich mir schon wieder irgendwas getan? Da steht untersuchen, aber was soll ich denn untersuchen? Ich habe übrigens keine Ahnung mehr, wie das Spiel geht. Ich auch nicht. Ach, scheiße, ja, meine ganzen Werkzeuge und Waffen sind weg. Wurden wir nicht von irgendwas angegriffen? Ja, zuletzt von diesen Eingeborenen. Die haben uns gekillt, nochmal zum Schluss. Oh Mann. Wie baut man denn nochmal Waffen? Scheiße. Was machen wir hier eigentlich? So, was habe ich mir jetzt getan, dass ich hier schon wieder... Oh, wir müssen unbedingt Verbände finden. Oh ja, siehst du, deswegen muss ich mich hier untersuchen. F war die Uhr. Okay. Oh Gott, es ist ja erst 11:45. Verdammt. Steine kann man nie genug haben. Ach. Stock. Ach, Stein. Stimmt. Verdammt. Wir haben doch so viele Steine. Was mache ich denn nochmal? Einen Speer? Ich kann einen Bogen herstellen. Nice. Du brauchst einen Langstock und einfach nur ein Seil. Okay. Zack. Ich baue mir jetzt einen... Statt einen Speer baue ich mir einen Bogen. Oh, kriege ich Federn her? Micha? Mhm? Ich habe schon wieder irgendwas gehört. Erstmal waschen. Nach dem Schlafen erstmal waschen. Ich trinke jetzt unsicheres Wasser. Es geht nicht anders. Egal, aber... Ich habe mir nichts eingefangen, zum Glück. Oh, die Apfelschnecke ist verbrannt. Okay, also die Sachen können auch verbrennen. Mhm. Toll. Super, richtig toll. Was habe ich hier noch zu essen? Oh, Menschenfleisch. Wollen wir das mal ein bisschen grillen? Lecker. Ja, man kann sich doch mal gönnen, oder? Ach ja, ich kann ja auch kein Wasser mehr zu mir nehmen. Okay, jetzt habe ich 2 Kokosnusshälften. Bon Appetit. Ja, lecker, lecker, lecker. Okay, wir haben jetzt schon mal das Ding. Wenn ich das jetzt drauflege. Soll ich jetzt diese Schalen einfach in die... Nee, das funktioniert auch nicht. Ich glaube, das Menschenfleisch sollten wir nicht essen. Ich habe das Gefühl, es könnte uns danach... Menschenfleisch sollten wir auf keinen Fall essen. Ist mir jetzt warm? Habe ich jetzt Fieber? Warum habe ich Fieber? Hast du zu viel dreckiges Wasser getrunken? Aber Michael, ich probiere das jetzt, ne? Nein. Was denn? Menschenfleisch gekocht. Ich habe so eine Vermutung, was passiert. Meinst du, die geistige Gesundheit könnte runtergehen? Verstehe ich jetzt nicht. Was passiert, wenn man die Banane sammelt? Irgendwas ist passiert. Ich habe gerade die Banane gesammelt und ich wusste jetzt nicht, was passiert ist. Oh, kann man? Ich lege jetzt mal hier einfach diese Schalen hin. Vielleicht wird die Kokosnuss... Die Kokosnussschale ist mit sauberem Trinkwasser gefüllt. Ich habe sie einfach aus meinem Rucksack rausgeworfen. Nice. Jetzt liegt sie auf dem Boden. Jetzt. Ja? Oder muss... Lass mich auch was trinken. Nee, hier sind 2. Oh, geil. 2 Hydrationen. Okay. Besser als nichts. Ja, kannst du einfach erstmal Dauer trinken jetzt. Ich glaube, ich bin gleich tot. Das läuft ja gut. Hä, hey, warum bin ich denn jetzt schon wieder... Hey, was ist denn hier gerade das Problem? Ich glaube, ich falle gleich um, Micha. Ja, ich muss mich jetzt schlafen legen. Ja. Warte, ich heb dich sonst gleich nochmal auf und dann... Ich bin tot. Du bist tot? Durch eine Infektion. Nein. Gestorben, weil meine Wunde die ganze Zeit offen war. Du liegst doch hier nur. Ja, ich bin aber tot. Ach, super. Oh, no. Oh moin! So, jetzt hat der Regen aufgehört. Ich leg mich schlafen. Schön, dass ich auch gerade wieder einen Speer und alles hatte. Das ist richtig ätzend. Das ist wichtig. Ja, es ist richtig kacke, dass ich natürlich jetzt den Speer verloren habe. Das ist ja das Einzige, was zerstört wurde gerade. Mann! Was soll denn das? Das ist tatsächlich was mich ein bisschen nervt, ne? Dass du so. Halt... Du stirbst hier, klar, es ist geil, dass das Spiel noch nicht vorbei ist, aber... Man halt ja, instant dann... Ja, alles einfach weg. Oh, scheiße, die sind leer. Oh, ich brauch dringend eine Kokosnuss, sonst krepiere ich auch gleich. Das heißt, ich gehe jetzt erstmal auf Wanderschaft, bevor ich hier weiter baue. Ja, wir müssen sowieso jetzt mal langsam, uns das, glaube ich, weiter wagen. Die Frage, wie gesagt, wie beim letzten Mal gesagt, ne, wo willst du hin? Also ja, ein bisschen erkunden, weil es gibt ja irgendwie eine Karte. Ja, aber bevor wir keine Base haben, die uns ausreichend zur Verfügung stellt,
wo wir uns ausreichend ernähren können, vorbereiten können. Ja, aber wir werden uns hier nicht ernähren können, weil wir ja nichts finden. Hast du einen Speer? Bin ich gerade dabei. Hoffentlich. Warte mal, ich baue mir mal hier einen Speer. Ich hoffe, die bleibt, wo sie ist. Willst du mich verarschen? Hier sind... Ringsrum sind hier Klapperschlangen gerade. Und wo bist du denn? Einfach nur kurz über die Brücke drüber. Über welche? Da, wo deine Fallen sind, oder was? Ja, ich weiß, ich bin durstig, aber ich komme doch hier keinen Meter vorwärts, wenn da eine Schlange ist und da... Siehst du? Alter! Geh nicht zu nah ran. Wirf doch. Ja, aber es ist ja mein Steinspeer, der ist ja... Ich dachte, man kommt da ja irgendwie ein bisschen... näher ran, ja, weißt du? Vergiss, was ich gerade gesagt habe in meiner Panik. Das, was ich gehört habe, waren die Spinnen. Ich glaube, es ist nur diese eine Schlange hier. Unbekannte Nuss. Oh, Essen, komm. Oh, 15 Fett. Ja, ja, Nüsse sind gesünder, wenn man sie lutscht. So, ich suche jetzt hier diese Verbandszeug. Was waren das nochmal? Das waren so gelbe Pflanzen oder so, ne? Ja. Hackst du gerade irgendwas? Ja. Okay. Ich muss mir irgendwie noch einen Speer bauen. Wie war denn das? Warte mal. Warte kurz. Okay, doch nicht. Irgendwas habe ich gehört, aber ich weiß nicht. Speer war... Also wenn du so einen richtigen Steinspeer haben willst, dann brauchst du eine Steinklinge und Seil und einen langen Stock. Dann hast du so einen richtig professionellen, sage ich mal. Wie habe ich denn die Steinklingen nochmal hergestellt? Indem du zwei Steine machst. Zwei Steine und dann hast du eine Steinklinge. Ich weiß, ich suche doch schon... Eine Feder. Oh ja, sehr gut. Federn sind gut. Federn? Oh, man muss echt die ganze Zeit aufpassen. Oh! Irgendwas hat mich angegriffen. Ja, richtig gut. Ja, ich bin vergiftet. Oh, Mann, leck mich doch fett, Alter. Hä, hey, hier ist aber nichts in dem Gebüsch. Ach, da läuft eine Spinne direkt vor mir rum. Auf dem Boden. Die hat mich jetzt vergiftet. Warum hast du die Schlange eigentlich nicht getötet? Weil ich nicht wusste, wie. Werfen. Zack. Harz. Oh, ich habe Harz gefunden. Unbekannter Pilz. Weißt du jetzt noch, wie das mit dem... Oh Gott, was wollte ich jetzt gerade fragen? Oh, lauf, Junge. Weißt du noch, wie diese Pflanze aussah? Nee, ne? Ja, weiß ich. Wie war das denn nochmal? Wie war das nochmal? Ja, wie sah denn diese Pflanze nochmal aus, woraus man was machen konnte? Hatte diese weiße oder gelbe Blumen drumrum? Gelb. Gelb. Kann nicht sein, dass es hier nirgendwo gibt, oder? So, jetzt habe ich nämlich ein Riesenproblem. Ja, ich habe jetzt Schlange gesammelt und sterbe jetzt. Das heißt, die Schlange, das hat sich richtig gelohnt, die jetzt zu sammeln, weil jetzt wird sie gleich weg sein. Richtig gut. Oh, das Spiel nervt. Oh, leckt mich fett, ja. Zack. Ja, Green Hell. Nice. Ist leider Programm, ne? Aber es muss doch möglich sein, dieses Spiel zu überleben. Also, mal durchzukommen, ohne mal einen Tag zu sterben. Ja, gut, aber wir haben. Also, wir haben auch noch nicht so viel herausgefunden, ne? Vielleicht spielen wir es auch falsch. Ja, mit Sicherheit spielen wir das falsch. Es kann doch nicht richtig sein, dass wir durch jeden Scheiß hier sterben. Ja, kriegen wir schon noch hin. Oh, ich muss mich ausruhen, verdammt. Micha, ich glaube, wir müssen deutlich aggressiver spielen. Müssen wir, glaube ich, auch. Ich glaube, wir dürfen wirklich nicht so auf Baseball jetzt gucken am Anfang, sondern erstmal Kette geben. Ja, aber wo willst du hin? Ich habe übrigens die Pflanze gefunden hier für... Ja, einfach erstmal durch den Dschungel streifen, um zu gucken, was so geht. Oh, unser Feuer ist kaputt. Naja. So, ich mache jetzt die ersten Verbände. Disgusting. Ugh. Wie war denn das nochmal? Ach, hier. Herstellen. 3 Verbände habe ich jetzt. Was habe ich denn jetzt schon wieder? Ja, Verband ist auf jeden Fall schon mal gut, wenn wir den jetzt haben. Sagt mein Rucksack. Sieht gut aus. Holz habe ich, Steine habe ich. Getrocknete Blätter habe ich für Feuer. Obsidian, wofür auch immer. Ich habe 2x Klapperschlangenfleisch roh. Und Bananen. Ja, dann let's go.
Wohl noch immer. Ja, weiß ich auch nicht. Ich würde hier einfach wieder lang gucken. Unbekannte Frucht. Mein Rucksack ist voll, verdammt. Das ist ja das nächste, ne? Diese unbekannten Früchte. Wenn wir die jetzt alle durchprobieren, sterben wir dabei. Reihenweise. Ja, aber anders wird es wahrscheinlich nicht gehen, wenn wir blind spielen wollen. Warte, der hat sich jetzt hier verbarrikadiert. Jetzt brauchst du... Ah, ich hab kein Steinklinge mehr. Oh, ich hab einen Blutegel. Super. Hier ausnehmen, plus eins. Gürteltierfleisch roh. Jetzt haben wir Schlangenfleisch und Gürteltierfleisch. Ich muss mal kurz die Blutegel an mir abmachen. Mhm. So. Das glaube ich immer, wenn du hier durch so einen Sumpf durchläufst. Oh, ich bin auch dreckig. Dadurch, dass ich das hier auseinandergenommen habe, muss erstmal da hinten wieder an unsere Stelle. Nee, unbekannte Frucht. Unbekannte Frucht. Ich nehme mal. Oh! Ich habe einen Pfeilgiftfrosch getötet. Also ist gut, dass ich ihn getötet habe, aber eigentlich wollte ich den, wollte ich den Krebs töten. Naja. Dafür habe ich wieder eine Apfelschnecke. Weil die hängen ja hier irgendwie immer ein bisschen rum, ne? So, ich habe eine Kokosnuss gefunden. Das ist auch schon mal sehr schön. Ja, ist echt gut. Ich höre Trommeln oder sowas. Ah. Was denn? Hier ist so ein Nagetier. So, nochmal was futtern hier. Hörst du das nicht? Doch, jetzt habe ich es auch gehört. Ah, eine Larve. Ja, aber die nehme ich mal nicht mit. Ja doch, wir können uns glaube ich jetzt nicht aussuchen, was wir mitnehmen. Oh doch, das kann ich. Ja, aber ich glaube, dann werden wir noch weniger überleben. Ich glaube, wir müssen das alles mit einberechnen, dass wir die essen. Nein. Aber die machen doch nur minus 2. Das ist doch nicht schlimm. Oh, dieses Game, ne? Hier ist gerade so ein Krebs und ich will eigentlich nur ans Wasser, um meine Kokosnuss aufzufüllen. Den Krebs kannst du auch aufstechen. Ich will doch aber... Ja. Jetzt habe ich nämlich mein Wasser... Nein! Oh, giftiger Frosch. Oh. Puh. Knapp ausgewichen. Also ich würde gerne dieses Lager finden, was du letztes Mal gefunden hattest. Oh, ich weiß, wo das ist. Wir können da hin. Okay. Warte, dann... Oh Gott, wo bist du denn? Ich jag hier gerade so ein Tier. Leider hat es... Ist es jetzt mit meiner... Mit meinem Speer weggelaufen. Micha? Ja? Wo genau bist du? Da, ich hab dich. Aber mein Speer ist weggelaufen. Oh, ist das kacke. Oh, was ist denn hier? Unbekannte Frucht. Ja, nehmen wir doch auch mal mit, wa? So, dann lass uns mal zu dem Lager. Hier sind noch Bananas. Oh, ich muss mich ausruhen. Ja, gut. Bist du noch hinter mir? Nee, warte. Wo? Ich hab gar nicht mitgekriegt. Ich hab gerade Bananen gesammelt. Du hast gesagt, du musst dich ausruhen. Ich dachte, oh, fuck, wo bist du denn? Ja, wo soll ich mich denn ausruhen? Ich brauche ein Lager. Oh, fuck. Wo bist du denn lang gegangen? Na, zurück quasi. Ich glaube, von da, wo du herkamst. Mach mal deine Uhr. Sag mir mal die Koordinaten. 47 West, 28 Süd. Okay, ja gut, dann muss ich da lang. Bin nach Nordwest gegangen. Ja, dann... Ja, ich sehe dich wieder. Ich habe vor mir einen Haufen Wildschweine. Die müssen wir umgehen. Ich weiß nicht, ob die weglaufen. Ich glaube nicht. Ich habe 12 Tagebucheinträge, da muss ich gleich mal gucken. Hier ist ein totes Tier, das bedeutet auch immer nichts Gutes. Maden. Nehme ich auch mal mit. Nein. Knochen. Doch. Mit dem, die Maden können wir in die Falle packen. In die Steinfallen, die du da aufgestellt hast. Dann fangen wir vielleicht bessere Tiere. Also würde ich jetzt mal vermuten. Außer Maden sind doch nahrhaft, oder nicht? Om nom 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 nom. Ja, hier ist es. Mein Orientierungssinn lässt mich nicht im Stich. Okay, das sieht nach verlassenem Lager aus, ne? Ja. Einladend. Sollten wir echt untersuchen, das Stammesdorf.
So, jetzt gucke ich erstmal kurz in mein Tagebuch. Ah, guck mal. Hier ist eine Hängematte. Und hier ist eine Hängematte, ja? Ich leg mich schlafen. Ja, und die Quest wurde aktualisiert, das ist doch schon mal geil. Ah, Bogen, stimmt, habe ich jetzt hier auch stehen. Schau am besten gleich mal, ob du irgendwie so eine Art Feuerstelle errichtet kriegst oder ob da noch eine ist. Ja, oh, wir können eine Stachelfalle und eine Bogenfalle bauen. Mit Stöckern und kleiner Blätter auf. Dann können wir uns mit verteidigen. Das ist doch schon mal geil. Verbrannter Rucksack. Karte? Lesen. Kannst du das gleichzeitig lesen, während ich das lese? Diese verbrannte Seite? Ja. Ja. Oh Gott. Für alle Redi. Okay, es enthält Bestandteil der Lianenart. Okay, also irgendwas mit halluzinierenden Wirkungen. Die Kunde ist immer die. Ist doch normal den ganzen Tag und Zirre zum. Blablabla. Alter, ist das viel. Aber das ist, glaube ich, das, was sie uns schon. Was da in dem Intro, glaube ich, auch mitsteht. Das ist ja irgendwie sowas, warum sie, glaube ich, hier sind. Weil die wollen diesen Saft haben, weil der irgendeine heilende Wirkung auch haben kann. Diese Karte, die wir jetzt haben. Tagebucheintrag, neu. Überprüfe den Ort Lambda 2. Stelle bla 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 her und trinke es, um deine Erinnerung wiederherzustellen. Okay. Das ist auch aktuell. Was ist los? Sie hat mich aus einem Indianerdorf angerufen. Wovor hatte sie Angst? Entschuldigung. Woher bin ich weggelaufen? Fakten, es ist der 13. Mein Tagebuch ist klatschnass, ich habe keine Vorräte, Mia antwortet nicht. Ist das das Dorf? Wo sind alle? Kein Anzeichen von Eingeborenen oder Mia. Verbrannte Rucksack, Buch, Notiz und Karte. Wem gehört das alles? Schienenspazieren mit Gedächtnisverlust. Nur im Beisein eines Schamanen. Scheiß, ist das sicher? Habe ich das schon einmal gemacht? Gibt es einen anderen Weg? Schritt 1. Entzünde ein Feuer unter einem zeremoniellen Kessel. Sammle die Zutaten und wirf sie hinein. Lianenstreifen, die an den dichtesten Dschungelbäumen wachsen. Schritt 3. Sammle die Zutaten und wirf sie hinein. Psychoblätter und rote Früchte des Busch bringen alle zum Kochen und trinke aus einer zimmelnden Schüssel. Okay. Am besten. Ich wollte gerade sagen, am besten irgendwo, wo vielleicht ein kleines Dach drüber ist, ne? Hängematte, ich muss auch mal kurz schlafen. Mach mal. Weil ich verdurste sonst gleich wieder. Deswegen muss ich hier ganz schnell mal was machen. Oh, das wird ja was, ey. Das Gute ist, wir haben gleich diesen Fluss hier nebenan. Können also immer die Kokosnüsse wieder auffüllen. Wir müssen nur das Feuer jetzt zum Laufen kriegen. Aber die Kokosnüsse auffüllen macht doch... Ja, aber da hast du Parasiten dann drin und tötest dich damit. Das heißt, du musst ja das Wasser erst abkochen. Ja, aber wir wissen auch immer noch nicht, wie wir es abkochen. Ja, klar. Hä? Oder nicht? Nee. War das nicht letztens einfach da reinlegen auch? Nee. Ich kann das Zeug doch jetzt nicht trinken, ey, dann bin ich doch auch tot. Ah, hier ist diese zeremonielle Schüssel schon mal. Alle meine Werte sind voll auf Null. Nice! Also diese zeremonielle Schüssel habe ich schon mal gefunden. Ich habe auch schon mal ein Feuer drunter gesetzt, aber noch nicht angemacht. Was denn? Ich hatte so eine rote Frucht gefunden, ich glaube du ja auch. Ja. Ist die. Die bringt Wasser und Kohlenhydrate. Oh ja, stimmt. Gut, meine Kohlenhydrate und Wasser sind wieder richtig gut. Jetzt brauche ich eigentlich Fett und Öle, ne? Ja. Wow! Diese eine unbekannte Frucht, die ich genommen habe, diese ganz längliche, ne? Die ist richtig gut. Die grüne? Ich weiß nicht, ob das die gleiche ist, aber die ist auf jeden Fall richtig, richtig gut. Weil die hat bei mir gerade 16 Kohlenhydrate, 8 Wasser gebracht und minus 2 Parasiten. Das heißt, wenn ich mein Wasser jetzt trinke und das esse... Warte mal, psch, psch, psch. Bin ich wieder gesund. Irgendwo sind hier Eingeborene. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, ich habe schon mal einen großen Stein... Machen wir mal fix nochmal einen... Micha? Kommt da was?
Nee. Puh. Ich kann jetzt eh nicht gucken, weil ich muss mir jetzt erstmal eine Waffe wieder bauen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Mann, so. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Warum ist jetzt schon wieder dunkel? Es ist 20 nach 6. Hey, was möchte mir die Uhr jetzt gerade sagen? Was war das? Was denn? Achso. Ja. Was bist du? Soll ich mal anmachen, Feuer, oder? Können wir doch noch nicht, oder? Oder können wir schon? Klar, die Steine sind einfach, glaube ich, nur damit es länger brennt oder so. Ach so. Ja, hast du alles? Warte, ich würde das Ding herstellen. Okay. Und dann mache ich jetzt Glut. So. Ach, ich habe keine Energie, um das zu benutzen. Alles muss man selber. Im besten Falle habe ich jetzt natürlich auch... Ja, wir können es eh nicht anmachen, es regnet. Das ist hier wieder doof. Ja, ich habe mich kurz nochmal eingelegt. Ja, und du? Ja. Ich mache gerade getrocknetes Gürteltierfleisch. Die Nächte sind echt... Wir müssen es mal schaffen, dass wir hier irgendwie noch ein zweites Bett oder sowas installieren. Dass wir einfach beide pennen können. Dass wir diese Nacht mal oben kriegen. Ich versuche jetzt mal... Was? Ich versuche gerade zumindest mal ein Bett hier hinzustellen. Naja, wir müssen halt gucken, dass das irgendwie auch überdacht ist. Sonst wären wir halt nass. Ist auch nicht so geil. Warte, können wir... Wir können auch diesen Shelter bauen. So diesen... Wo ist das denn? Hausen. Hüttenunterstand. Ja, einfach so einen Hüttenunterstand nehmen? Das müsste doch erstmal funktionieren. Und dann bauen wir davon, brauchen wir auch keine zwei. Natürlich habe ich keine Stöcker mehr. Jeder erstmal ein Stück Fleisch für die Fette. Oh, jetzt muss ich auch erstmal resten. Was ist denn? Wo ist die Hängematte? Da. Erstmal schlafen. Also, du hast doch auch noch Fleisch bei dir, ne? Das habe ich zum Trocknen aufgehangen. Wo bist du? Ja. Komm her hier. Komm her hier, komm her. Zack. Oh. Lecker, lecker, lecker. Wir brauchen viel mehr Fleisch. Ach so, warte mal. Man kann doch irgendwie mit einem Stock oder so. Glaube ich, jag mal ein paar Wildschweine. Ich jag mal ein paar Wildschweine. Die sind gar nicht mehr da. So, herstellen. Nee, nicht untersuchen. Herstellen. Und zwar hätte ich jetzt gerne aus einem Stock. Und ich glaube einem Stein. Habe ich eine Steinaxt. Sehr gut. Micha, nicht mehr lange. Ja, jetzt geht schon wieder Regen los. Ich glaube, ich habe diese spezielle Liane gefunden. Okay, geil. Diese Bunnies. Schieß mich tot. Eine Banisteropsis-Liane. Ja. Klingt, als könnte sie das sein. Ugh. Oh, Alter, wie viel Egel habe ich denn hier, ey? Alter, 5 Stück an einem Arm? Oh, ich muss auch mal bei mir gucken. Also man sieht das ja immer unten, ob dieses Symbol da ist oder nicht. Wieder durchs Wasser durchgekraucht, wa? Ich weiß es nicht. Ah, bei mir ist nichts. Schon mal sehr gut. Hier ist noch eine Kokosnuss, falls du deine brauchst. Naja, wir könnten sie auf jeden Fall mal aufmachen und... Na, wie heißt es denn? Aufmachen und hinlegen für Wasser, dass wir hier einfach mal ein bisschen was hinwerfen. Ja. Für dich. Danke. Kannst du noch Lagerfeuer machen? Warte. Bestimmt. Oh. Ach nee, kann ich gerade nicht, weil ich alles erstmal. Na, wie heißt es denn? Weil ich gerade alles in diesen Shelter geballert habe. Dass wir endlich mal durchschlafen können. Aber ich habe schon wieder keine Energie. So ein Mist. Alter, ich habe an einem Bein gerade mir 3 Viecher eingefangen. Immer dieses Powernappen hier. Mann, ich brauche noch einen Stock. Hast du noch einen Stock?
Ach, ich fäll jetzt einfach diesen scheiß Baum hier. Jawohl. So. 13 Palmblätter. Oh, es müssen auch noch Palmblätter sein. Hauptsache, es ist nicht egal, was man nimmt. Okay, das ist die einzige Zutat, diese Lianen. Okay. Also das Problem könnte jetzt bei mir werden, dass ich jetzt nämlich verhungere, weil wir kein Feuer mehr haben. Das heißt, ich werde jetzt mal wieder ein paar Pflanzenreste sammeln. Das hätte ich schon längst machen sollen. Ach so, warte. Ja, stimmt, das Feuer. Ja. Ja, weil meine Energie ist gleich wieder runter. Ich muss mich schlafen legen, habe kein Essen. Das heißt, ich verhungere wieder während des Schlafens und bin eigentlich danach gezielt schon tot. Ja, Micha, das Spiel ist nun mal... Ich dachte auch, es ist leichter, aber wir kriegen das schon hin. Wir schaffen das schon. Ja gut, so viel zum Thema, ich mach mal Feuer, ne? Wir haben jetzt lange zwischen dem Feuer, also es ist, du kriegst es gerade so zwischen dem Regen hin, ein bisschen Essen zu kochen. Ja, wir müssen halt wieder was drüber bauen dann. Jetzt natürlich auch extrem dunkel. Mir fehlen halt echt noch 2 Palmblätter, ey. Dann können wir endlich mal schlafen. Ja, bevor ich gleich sterbe, schmeiße ich einfach alles auf den Boden. Bevor jetzt irgendwas passiert. Was war das denn? Schön macht ihr das. Achso, du hast da gerade alles hingeschmissen, oder was? Nee. Noch sterbe ich nicht. Ich sehe nichts. Micha! Wir können gleich schlafen. Die Hütte ist fertig. Wo ist die Hütte? Also du kannst jetzt theoretisch in die Hängematte legen. Ich habe eine Lebensmittelvergiftung gerade. Okay, ich muss wieder aufstehen. Aber jetzt können wir hier auf jeden Fall schon mal beide pennen. Das ist schon mal gut. So, jetzt bräuchte ich Feuer. Boah. Ich weiß nicht, wie lange... Wo bist du? Wie lange das... Da. Dauert... Warte. Oh, warte. Oh, irgendwo sind hier die komischen Leute. So, okay, ich kann Feuer machen. Also sie sind auf jeden Fall bei uns in der Nähe. Ja, ob die mich jetzt töten oder ich gleich verhungere, das macht jetzt auch keinen Unterschied mehr, glaube ich. Oh, das daneben geworfen. Feuer! Ich habe nur eine Schnecke. Und Larven. Und platzier mal bitte nicht mit den Larven jetzt gerade, weil wir brauchen Kohlenhydrate ohne Ende. Nähe zum Feuer, geistige Gesundheit. Juhu. Disgusting. Ugh. Mir egal, ich habe jetzt gerade Proteine mir reingeschraubt. Ich habe gerade Maden gegessen. Das Gute ist, bei Tageslicht könnten die Wildschweine da wieder sein, dann würde ich die jagen gehen. Weil ich brauche dringend Fleisch. Ich habe gerade Menschenfleisch gegessen. Minus 35 geistige Gesundheit. Huch. Willst du die Larve essen? Nee. Also mach ruhig, ich habe meine Proteine sind durch das Menschenfleisch voll. Nee. Dann nicht? Ich habe jetzt schon eine Lebensmittelvergiftung. Aber die kriegst du von der Larve nicht, wenn die gekocht ist. Das ist safe. Da passiert nichts. Das Einzige, was ein bisschen runtergeht, ist die geistige Gesundheit. Also dieser Regen ist eigentlich das Schlimmste in dem ganzen Spiel. Ja, deswegen müssen wir hier irgendwie das Feuer... Müssen wir eigentlich wieder was bauen, dass wir da safe sind, ne? Ich bin eigentlich nur am Schlafen, Essen gerade. Schläfst du gerade? Ja, muss ich. Ja, warte, dann gehe ich auch pennen. Dann können wir noch beide. Ja, wenn in der Zeit keine eingebrochenen oder... Ja gut, ich komm mit. Ah, jetzt geht's auch gleich schneller, alles klar. Jetzt habe ich das erste Mal... Oh, ich hab jetzt so viel Leben verloren, ich bin jetzt... Ja, ich schmeiß jetzt alles auf den Boden. Richtig nice. Dafür habe ich jetzt voll Energie. So, ich schmeiß mal alles hier hin. Aber hattest du auch ruhiger Schlaf, oder? Keine Ahnung.
Aber alle meine Anzeigen auf der Uhr sind bei null, also von daher. Und ich habe eine Lebensmittelvergiftung noch gehabt und ja, es ist... Ich bin klinisch, bin ich tot gefühlt. Mal wieder. Ja, passiert. Und wie gesagt, bevor ich jetzt irgendwas hier verliere, schmeiße ich jetzt alles hier auf den Boden. Zack, 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 zack. Kein Bock, hier irgendwas nochmal neu sammeln zu müssen gleich. Ah, siehst du, das hätte ich... Was denn? Nochmal zwei Pfeile hergestellt, weil ich doch so einen Kakadu auseinandergenommen habe hier. So, die Pfeile kann auch raus auf den Boden jetzt. Zack, 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 dann verliere ich die nicht auch noch. Das raus. Habe ich jetzt irgendwas übersehen, was raus kann? Nee, ne. Zack. Das ist leer, das ist leer. Den Bogen ablegen, das ablegen, das ablegen, das ablegen, das ablegen. Und dann erkundige ich jetzt einfach nochmal die Insel in die andere Richtung. Oder wollen wir erstmal kurz hier dieses Feuer machen? Ich meine, du hast noch diese Liane, oder? Ja, dann mach schnell an. Also du hast noch knapp eine Minute, würde ich sagen, bis ich tot bin. Ach so? Ich dachte, du bist nur geil. Du bist nur geil, weil jetzt habe ich die Liane ja mitten auf meinem Haufen hier irgendwo unten drunter. Also von daher, das wird... Ach so, ja gut, wenn du... Ich dachte, du wärst schon gestorben gerade. Nee, dann mach ich's nicht. Nee, nee. Ja, mach doch. Mach an. Jetzt haben wir gerade Ruhe. Ich habe die vier Lianen wieder aufgesammelt. Mehr brauchen wir ja nicht. Ja, aber wenn du gleich tot bist, wir müssen das ja auch trinken und uns damit bewegen dann wahrscheinlich. Ja, aber wenn es brennt und erstmal kocht, ist doch scheißegal. Ich schmeiß den Scheiß rein, sterb jetzt zwischendurch. So, ach guck mal, geht sowieso nur eine Sache rein oder was? Nee. Hä? Hä? Nee, warte. Ach so, hast du das jetzt reingeworfen oder hast du es versucht, aus Feuer zu ziehen? Nee, weder noch. Ich hab's versucht, in die Schale zu ziehen. Ja, wir haben's noch nicht. Uns fehlt noch dieses Psychotria. Das fehlt uns noch. Okay. Ja, schade. Oder ist das hier direkt? Nee. Ich hab keine Ahnung. Aber diese Liane ist auch jetzt nicht schwer wieder zu kriegen, weil der Baum... Aber es ist ja die richtige. Die haben wir ja schon mal. Ja. Aber wie gesagt, die Liane, der Baum steht auch direkt neben uns. Also es ist nicht so schwer, das wieder zu finden. Ich glaube, ich habe schon gefunden, was wir noch brauchen. Ach, fertig? Ich gucke gerade. Ja, ich habe Psychotria. Du kannst kommen. Du musst hier sein. Sonst geht das nicht. Ich habe nur gerade festgestellt, wusstest du, dass eine Falle neben unserem Lager steht, wo wir Frösche sammeln? Nee, ist ja noch nicht. So, nu? Bist du da? Warte, ich muss kurz den Egel abmachen. Die drei. Ah. Jetzt. Was dieses Gebräu bei uns auslöst und auf was für einen Trip es uns schicken wird, das werdet ihr alles in der nächsten Folge sehen. Das sieht ja lecker aus. Da hätte ich ja richtig Bock, das zu probieren. Mmh.